Auf die sibirische Plötze habe ich es mal wieder abgesehen. Die soll hier wieder ganz gut laufen und es wurden auch schon Trophys gefangen. Und da muss ich doch probieren, ob da nicht das Ding mal wieder reingeht. Also, es ist kurz vor 11 und ich habe schon ein wenig rumprobiert hier auf die sibirische Plötze. Plötze, Alter. Und ja, es sind schon ein paar schöne draufgegangen. Allerdings war jetzt gerade auch erstmal noch die Nacht dazwischen und dann war ich nochmal kurz AFK und dann muss ich natürlich erstmal noch was essen und so Sachen. Naja, wie das halt so ist. Und jetzt geht's halt wieder los und jetzt müssen sie wieder reinballern. Und dann hatte ich jetzt gerade ja nach dieser Pause nochmal wieder angefangen, ohne die Spezialfuttermische à la Blue Marlin. Och du Schande, Doppelbiss. Und jetzt habe ich sie gerade wieder reingeschmissen. Ja, und jetzt müsste es an und für sich wieder besser losgehen. Denn ohne Futtermische hatte ich hier gerade kleine Karauschen. Dann waren da kleine Brassen bei und so Sachen, die man halt gar nicht haben will. Und jetzt mit der Futtermische, beziehungsweise auch vorhin schon in den Abendstunden, gucken wir mal schnell rein, das hier waren die Abendstunden, dann war jetzt hier gerade die Pause von einer knappen halben Stunde, ziemlich genau. Und ja, das sah doch schon mal gut aus. Sämtliche Arten von Weißfischen sozusagen, die irgendwie interessant sind. Rotfedern, Plötze, naja, Giebel und Karauschen. Aber auch der Kürbiskernbarsch, weil wir sind ja hier auch mit einem Wurm unterwegs. Im Idealfall sind wir hier natürlich mit dem Doppelköder unterwegs. Wenn du noch nicht so weit bist, dass du den Doppelköder verwenden kannst, gar kein Problem. Einfach nur die Borkenkäferlarve verwenden. Denn auch die Borkenkäferlarve scheint die Trophys zu liefern. Da gab es heute auch im Livestream schon die Rückmeldung, ja. Auf Borkenkäferlarve ballert sie rein, die sibirische Plötze. Ja, und das wäre natürlich der Hammer, ne? Also da bin ich ja direkt dabei. Das ist wahrscheinlich wieder ein Giebel oder sowas. Ja, Tatsache. Die machen so einen leichten Hebebiss eher noch. Ähnlich wie die Sichlinge. So, direkt wieder runter. Also, das wäre natürlich der Hammer, wenn das hier klappt. Tendenziell eher sonniges Wetter. So zumindest das Feedback, also eher bei sonnigem Wetter als bei Schlechtwetter und Regen. Und maybe vielleicht sogar auch noch besser in den Abendstunden als am Tag, zumindest in der Mittagszeit. Oh, komm ran hier, eine ganz kleine sibirische. Und im Großen und Ganzen waren alle hier bisher relativ klein und fein unterwegs. Also 16er Haken bis hin zum 12er Haken und anscheinend ist der 12er Haken gerade ziemlich weit vorne unter den Favoriten. Der Blue Marlin, wie gerade schon gesagt, hatte im Discord da einen schönen Beitrag gepostet. Der hat das vor ein paar Tagen hier schon ein bisschen probiert und meinte, Alden, ich probiere nochmal weiter und dann melde ich mich und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Und ja, in der Zwischenzeit teste ich jetzt auch einfach nochmal selber hier, denn ich will da Dingen ja endlich mal haben, wa? Da wird ja mal Zeit. Sibirische Plötze, irgendwann wird es da reingehen. Ich gehe auch hier gerade nur mit zwei Routen heran, das ist mir sonst alles ein bisschen zu stressig, vor allem während des ganzen Gequatsches und so, wäre das sonst zu viel des Guten. Von der Position gucken wir gleich natürlich rein, ansonsten der ganze Beitrag, der Spot ist natürlich im Discord, Link zum Discord direkt unterm Video, einfach mal reingucken. Da ist das dann natürlich dann unter dem Bereich Donets, alles schön fein säuberlich gepostet. So, jetzt ziehen wir, würde ich sagen, die hier nochmal eben rein. Und weißt du was? Ich glaube, kann ich nicht hier vorne mich hinstellen? Und mit Schnurclip? Nee, nicht so richtig, da sehe ich nichts. Schade, das wäre es natürlich, ne? Einfach das Ganze hier mit dem Schnurclip in der Area stehen lassen. Ohne Treibangeln. Und dann könnte man nämlich das mal eben so halb nebenbei weiterlaufen lassen. Ansonsten ziehe ich gleich mal eben rein, sonst treiben die Posen halt so ewig weit weg. Und dann hat man das alles nicht mehr so ganz im Blick. Ja, also Position. Machen wir das als erstes. Direkt da oben. Auf C3. C3, das hier ist die Stelle. Die war schon mehrfach auch im Video. Fällt mir gerade auf. Denn hier hatte ich auch
die Tjulka-Sardine tatsächlich als Trophy vor einigen Wochen. Auch hier so an der Kante entlang von dem Grünzeug lief das tatsächlich ganz gut. Allerdings ist das natürlich so eine Sache, ja, das muss man halt probieren. Wenn das Ding läuft, ist gut. Wenn gerade nicht, dann nicht. Aber offensichtlich scheint die Area hier immer mal wieder ganz interessant zu sein. Also dieser Spot hier an dem Grün scheint immer mal wieder ganz gut zu laufen. Sibirische Plötze jetzt fangen wir natürlich deutlich größer. Hoppala, ich glaube, da hat es gezuppelt, genau. Da gehen wir natürlich größer rein als mit der Tjulka. Zack, mal eben raus. Und ein Setup, was halt immer wieder richtig gut geht, ist hier die Rebellion Match. Jetzt hatte ich ja gerade erst noch einen Light, Medium, beziehungsweise Medium Light Video zu den Matchrouten. Hier sind wir jetzt natürlich wieder groß unterwegs. Die Rebellion Match gibt es leider nicht als Medium Light, sonst hätte ich mir die gerne auch gekauft. 5,5er Schnurfluorocarbon komplett. Man kann natürlich auch mit der Stippi hereingehen oder so. 12er Haken jetzt hier, Borkenkäferlarve, wenn du keinen Doppelköder kannst, mit Doppelköder schön den Mistwurm im Einsatz und dann das Ganze hier auf 75 cm bis 1 Meter Tiefe. Da muss man dann wieder auch ein bisschen probieren und Eigeninitiative zeigen und dann lübt das doch bestimmt auch hier, wenn man da ein bisschen probiert, je nachdem wie die Temperaturen sind, auch einfach mal ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer probieren und gucken, was dann am besten funktioniert. Zweites Setup, auch hier ähnlich zusammengebaut, was beide gerade gemeinsam hatten, das habe ich auch im Livestream heute ja nochmal ein bisschen mit bequatscht mit diesen Wagglern. Das sind jetzt hier tatsächlich die Waggler hier vom Attermann Spezialshop. Der ist ja direkt quasi hinter mir. Und die leuchten, also Waggler, die eben auch noch leuchtend sind, sehr, sehr praktisch. Hebegewicht, Hebemasse 10 Gramm. Also, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Da war was dran, ich wollte gerade sagen, die Pose bewegt sich gar nicht. Da hängt ein winziger Giebel dran. So, und direkt wieder raus. Und das nächste auch nochmal. Und dann werfe ich gleich nochmal die Futtermischung nach. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier nochmal ein bisschen besser angefüttert kriegen. So, 1 und 2. Jawohl. Ja, Vorteil, wie gesagt, die leuchten. Ist jetzt für den Spot gar nicht so wichtig, denn hier ab 23 Uhr ist hier dann also wirklich auch nicht nur zappenduster, sondern dann geht auch einfach gar nichts mehr. Mit der sibirischen Plötze, mit allem anderen auch wahnsinnig wenig. Also richtig sexy für die Nacht ist das nicht. Da kann man dann vielleicht eher auf Grund hier gehen. Vielleicht fängt man hier noch einen Don-Kaulwasch oder sowas. Also schön, fein und klein auf Grund. Und dann ballert hier möglicherweise noch was rein. Und dann ab 6 Uhr morgens geht es dann halt hier wieder richtig schön los in den Morgenstunden. Und dann fängt man, wie gesagt, alles, ja, was hier halt so wichtig ist, ne? Bis hin zum Kürbiskernbarsch. Und das ist natürlich schon richtig, richtig nice. Futtermische. Nächstes Thema. Ich mache mal eben den Bügel hier zu. Da und da. So, so ist es. Futtermische ist wie folgt. Da haben wir das gute Stück. Da haben wir das. Also Biskuit, Kaster, Paniermehl, gehackte Würmer und Fenchel. Also, das ist die Kombination. Das ist die Futtermische. Eine typische Futtermische für die ganzen Weißfische. Und ja, als die Futtermische ausgelaufen war und eben nicht mehr aktiv war, die dauert ja hier nur 14 Stunden, hatte ich danach ganz viel Kleinkram und eben auch, also deutlich kleinere Fische und eben auch mehr, ja, ich sag mal sowas wie Brassen und sowas, was man halt gar nicht haben will. Also von daher rein, ich lade hier 50% auf und werfe dann einfach da vorne in diesen Bereich, zack. Aber auch 25% werfe dann ein bisschen weiter hier vorne hin. Also so in dem Bereich. Und dann vielleicht auch nochmal so 15 bis 20% und werfe dann auch nochmal hier hin. Denn wir wollen ja hier die gesamte Laufbahn sozusagen, also die gesamte Area, wo hier die Posen langlaufen, die wollen wir natürlich auch ordentlich anfüttern. So, jetzt wieder auswerfen hier. Zack, locker raus und dann heißt es toi, toi, toi.
und vielleicht ballert ja irgendwann noch die Trophy rein. Das Ganze ist leider tricky. Irgendwann mit sehr, sehr viel Glück ballert das Ding auch mal rein. Ich habe schon ganz, ganz, ganz viele Spots getestet. Bisher hatte ich noch kein Glück. Irgendwann ist sie dabei und irgendwann habe ich sie dann auch endlich abgehakt, die sibirische Plötze. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett RF4 und an allen anderen Tagen immer wieder RF4, aber auch mal ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel den LS22 zurzeit. Das macht auch mal wieder Bock, neben dem Angeln auch mal ein bisschen auf dem Acker rumbrettern. Petri, bis zum nächsten Mal.